Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder eine Monatsbilanz. Das heißt, ich zeige euch fast alles, was diesen Monat ausgezogen ist und was diesen Monat bei mir eingezogen ist. Hi, ich bin Agnes und Anfang 2022 mit meinem Hund und meinem Mann nach Chile ausgewandert. Wir sind Minimalisten und auf meinem Kanal geht es darum, viele Abenteuer zu erleben, das Leben jeden Tag ein Stückchen besser zu machen und dabei keinen unnötigen Ballast mitzunehmen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und los geht das Abenteuer. Warum sage ich fast? Ich habe kürzlich schon ein Video gemacht, bei dem ich euch Sachen gezeigt habe, die ich aussortiert habe. Beziehungsweise in diesem Video bin ich einmal mit euch zusammen durch die Wohnung gegangen und habe gezielt die Augen offen gehalten nach Sachen, von denen ich mich trennen möchte. Das Video verlinke ich euch mal da oben, das könnt ihr gerne anschauen. Und in diesem Video sind schon einige Sachen ausgezogen. Dennoch ist noch ein bisschen mehr dabei, was mich diesen Monat, also beziehungsweise den letzten Monat im September verlassen wird. Und es sind auch wieder ein paar neue Sachen eingezogen. Und die zeige ich euch jetzt. Und ich fand es eigentlich letzten Monat ganz gut, wie ich es gemacht habe. Euch hat es auch gefallen, indem wir einfach Zimmer für Zimmer durch die Wohnung gehen und ich euch im jeweiligen Zimmer sage, was ein- oder ausgezogen ist und warum. Hier im Büro sind 4 neue Sachen eingezogen und die habt ihr auch alle schon in meinem Video gesehen. Und zwar haben wir dieses Schlafsofa hier gekauft, was gerade zu 2/3 ausgeklappt ist. Also man kann diese Rückwand hier hinten auch noch ganz nach hinten legen. Dann hat man eine volle Schlaflänge sozusagen, also es ist ein 2-Personen-Bett dann. Und was ich besonders mag, ist, dass es sehr, sehr niedrig ist. Also es ist ganz kurz über dem Boden und ich habe es mir hier vor mein Fenster gestellt. Und ich sitze da sehr gerne, entweder zum Meditieren oder zum Lesen. Und dann habe ich auch diese 3 Kissen gekauft. 2 in so einem Altrosa und 1 so ein oranges. Und das hier unten ist eine orange Decke, die hatten wir aber schon zu Hause. Die hatte ich ursprünglich gekauft, um sie oben auf der Terrasse zu benutzen. Und jetzt wird es ein bisschen wärmer, das heißt, ich brauche oben nicht immer eine Decke. Ich kann auch oben ohne Decke sein und ich fand, die hat farblich hier ganz gut reingepasst. Deswegen darf die jetzt hier sein. Und das ist alles im Büro. Hier ist damals auch was ausgezogen, aber das, wie gesagt, in einem anderen Video. Eine Sache ist im Flur und da gehen wir jetzt als nächstes hin. Hier stehen gerade wie immer die Wäscheständer. Ich werde oft gefragt, warum die hier stehen und nicht oben auf der Terrasse. Das liegt daran, dass nicht immer gutes Wetter ist. Jetzt zum Beispiel gerade, wenn ich euch das mal zeige, ist es auch sehr grau und trüb und es würde nicht wirklich bringen, die Wäsche oben aufzuhängen, also nicht wirklich was bringen, die Wäsche oben aufzuhängen, weil die würde oben auch nicht schneller trocknen. Und noch dazu kommt, dass es hier in der Stadt gerade im Winter sehr, sehr viel Smog gibt. Das heißt, ich kontaminiere halt meine saubere Kleidung dann wieder mit Smog. Ich denke nicht, dass man es sehen würde. Also es würde jetzt keine Flecken oder farbigen Rückstände auf der Kleidung geben. Aber ich weiß halt, dass dieser Staub in der Kleidung ist und das möchte ich nicht unbedingt. Deswegen hänge ich die gerne hier unten auf, denn wir haben einfach Platz hier. Im Sommer, wenn die Kleidung dann schnell trocknet, innerhalb von 1 Stunde oder 2 Stunden, dann kann ich die auch oben hinhängen. Und dann werde ich die auch oben hinhängen, vor allen Dingen, weil im Sommer auch weniger Smog ist, weil die Leute dann weniger heizen. Denn viel von dem Smog hier in der Stadt wird durch die Heizung verursacht. Auch viel vom Verkehr, den gibt es auch im Sommer, aber die Heizung ist auch ein großer Faktor. So, dann fällt euch vielleicht auf, dass hier dieses Wandtattoo verschwunden ist im Flur. Wir haben uns dazu entschieden, das überzutapezieren. Im Mietvertrag steht eigentlich, wir dürfen nichts verändern. Es war uns aber egal am Ende, weil unserer Meinung nach ist es auf jeden Fall eine Aufwertung. Das Wandtattoo vorher, unabhängig davon, ob es jetzt eigener Geschmack ist oder nicht, war schon ziemlich kaputt. Also da war an verschiedenen Stellen schon reingebohrt und Sachen abgerissen, weil da halt irgendwie so ein Wandschrank davor war oder so Regalbretter in der Wand waren und das haben sie dann halt zugespachtelt und dann teilweise mit Edding übermalt und so. Und wenn man genau hingeguckt hat, war es auf jeden Fall nicht mehr intakt. Deswegen haben wir das jetzt ändern lassen mit so einer Tapete, die uns sehr, sehr gut gefällt und der Raum ist jetzt viel schöner. Wir fühlen uns viel wohler und wenn die Wäscheständer weg sind, haben wir hier massig Platz. Und ich möchte hier auf jeden Fall noch, was jetzt gerade nichts zum Video tut, aber ich möchte hier eine schöne Ecke machen, wo ich Outfit-Fotos machen kann. Dazu fehlt mir noch der Spiegel. Wir hatten schon einen bestellt, den haben wir am Ende zurückgeschickt, weil er extremst schlechte Qualität hatte. Und das andere, was ihr hier in der Ecke seht, ist eine Kunstpflanze. Das ist keine echte, denn hier hinten ist es relativ dunkel, da würde keine Pflanze überleben, keine echte. Und ich glaube, das sieht... Also das, ich glaube, es sieht so schon besser aus. Das Einzige ist, dass ich noch einen Übertopf kaufen werde, weil
der Topf nicht so doll aussieht, wo die Pflanze jetzt drin ist. Also an dem Topf sieht man quasi, dass es fake ist. Also ist jetzt nicht ganz so extrem, aber ja, man sieht schon ein bisschen. Deswegen, ich glaube, wenn ich noch so einen schöneren Übertopf hätte, dann würde es weniger fake aussehen. Und dann werde ich hier noch einen Spiegel dann hinstellen oder hier und dann mit dem Bild und mit der Tapete sieht es dann schon viel schöner aus. Und ist dann auch eine Ecke, mit der ich tatsächlich was anfangen kann. Also im Endeffekt, die Pflanze ist neu. Die Tapete ist quasi auch neu, aber das zähle ich jetzt mal nicht als Gegenstand, weil die kann ich ja auch nicht abmachen und mitnehmen. Und das Muster hat uns sehr, sehr gut gefallen. Die haben wir bei einer chilenischen Firma gekauft. Hier im Wohnzimmer sind drei Sachen eingezogen und zwar eine neue Pflanze. Ich habe ja die alte Pflanze leider entsorgen müssen, also diese hier, weil die gestorben ist. Die ist auch nicht fake, die ist tatsächlich echt und ich hoffe, die wird auch lange leben. Und außerdem seht ihr hier noch ein zweites oder ein Hundebettchen. Hier war nämlich vorher keins. Und wir hatten das Gefühl, dass Chaplin hier so ein bisschen sein eigener Platz gefehlt hat. Er darf zwar aufs Sofa, aber irgendwie hat er, wenn dann mal aus irgendwelchen anderen Gründen sein Schlafzimmerbettchen hier war, hat es immer gern benutzt und tatsächlich, seit wir das haben, liegt er da auch gerade abends sehr gerne drin. Also hat er gut angenommen, hat ihm anscheinend gefehlt und jetzt hat er seinen eigenen Platz. Und das dritte ist diese Fußmatte hier, die wir ersetzen mussten, weil Chaplin ja jetzt sehr lange Magenprobleme hatte und darunter auch diese Fußmatte gelitten hat. Und die war nicht mehr zu retten, das heißt, wir haben die entsorgt und haben eine neue gekauft. Also minus 1, plus 1, bei der Pflanze auch minus 1, plus 1 und Hundebettchen nur plus 1. Noch eine Sache, die eingezogen ist in der Küche für den Hund, ist eine Slow Eating Ball. Die sieht so aus, das war eine der Maßnahmen, die wir mit dem Tierarzt getroffen haben wegen seiner Magenprobleme. Und wir müssen jetzt diese Ball benutzen, das heißt, die musste ich kaufen. Und außerdem eine weitere Maßnahme, damit er weniger Magenprobleme hat, ist die Essensschüssel auf Schulterhöhe zu haben. Dafür habe ich jetzt vorübergehend diesen Schuhkarton hier hingestellt. Sieht natürlich nicht besonders toll aus, das heißt, ich werde mir irgendwann mal was überlegen oder zusammenschustern, um diese Schüssel zu erhöhen. Es gibt ja auch Näpfe, die man kaufen kann, die höher sind, also die quasi schon auf Beinen sind. Aber ich habe eben noch keinen Slow-Eating-Napf gesehen, der erhöht ist. Und das ist das Problem, sonst hätte ich einfach einen erhöhten geholt, aber die Kombination aus erhöht und Slow-Eating gab es eben jetzt nicht. Deswegen der Schuhkarton und diese hässliche grüne Schüssel. Aber ist für die Gesundheit vom Hund, also hat natürlich seinen Sinn. Das hat optisch natürlich nicht gerade zur Verschönerung dieser Wohnung beigetragen, aber wenn es der Gesundheit meines Hundes dienlich ist, dann ist es so. Außerdem sind noch 6 Sachen eingezogen und zwar musste ich neue Lappen kaufen, weil meine 2, die ich aus Deutschland mitgebracht habe, sich inzwischen auflösen. Und das sind jetzt auch Kunststofflappen, waschbare Kunststofflappen. Die ich aus Deutschland mitgebracht hatte, sind ja aus Bambus, aber die benutze ich einfach nonstop. Und das Problem war auch, dass 2 Lappen nicht genug sind, weil manchmal ist halt ein Lappen eklig und dreckig und man will ihn waschen, aber hat vielleicht noch nicht genug für eine volle Waschmaschine. Das heißt, der Lappen ist dreckig, man kann noch nicht waschen, heißt, man hat keinen Lappen mehr. Und wenn man nur 2 Stück hat, dann... Also wir haben immer einen für die Küche, einen für die Wohnung. Ja, das kann dann schon mal eng werden oder es wurde in der Vergangenheit öfter eng. Deswegen habe ich so einen Pack aus Lappen gekauft und das sind 6 Stück. Hier sind jetzt noch 3, 3 sind in der Wäsche. Also plus 6. Wir machen weiter im Schlafzimmer und ich habe hier 4 neue Sachen, die euch wahrscheinlich sehr extrem vorkommen werden. Sogar mir kommt es extrem vor. Zumindest unter dem minimalistischen Aspekt, der hier ein bisschen verloren gegangen ist, muss ich vielleicht ehrlich sagen. Ja, ich habe halt immer noch die gleichen Schwachpunkte, wie ich immer hatte, ne? Es ist so, es gibt Sachen, da hat man einfach eine Schwäche für. Und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Es geht um Schuhe. Ich habe Schuhe gekauft. Hier liegen 4 Paar Schuhe. Das erscheint euch jetzt wahrscheinlich sehr extrem. Fangen wir an mit dem ersten Paar, was wahrscheinlich die meisten von euch noch nachvollziehen können. Und zwar ist das mein allererstes Paar Barfußschuhe, was ich mir in Deutschland bestellt habe und zu meiner Mutter habe senden lassen, nachdem ich so arge Blasen an den Fersen hatte, dass ich keine Schuhe mehr tragen konnte, die hinten geschlossen waren, aber trotzdem joggen gehen wollte. Deswegen war ich dann, also auf dem Laufband wohlgemerkt, mit Socken laufen. Und es war unglaublich. Es war das beste Jogging-Erlebnis meines Lebens. Und danach war ich konvertiert und habe gesagt, okay, ich möchte Barfußschuhe in meinem Leben
um dieses Gefühl zu haben und habe dann eben welche bestellt und zu meiner Mutter liefern lassen, und zwar von der Marke Vivo Barefoot müsste das sein, ja. Genau, und die sehen so aus und die sind jetzt angekommen. Also meine Mutter hat die mir dann aus Deutschland mit einem Paket zugesendet. Und die passen perfekt, Gott sei Dank, ich bin so froh. Und die hatte ich jetzt erst einmal an, weil ich jetzt erst einmal joggen war, seitdem die hier sind. Also sind ganz, ganz frisch erst angekommen. Ich bin sehr zufrieden. Ich muss allerdings sagen, von der Optik her ist es schon ein großer Unterschied. Also ich würde die tatsächlich im Alltag jetzt nicht tragen, weil ich schon finde, dass man es arg sieht. Also so in der Kamera tatsächlich, wenn ich sie reinhalte, dann geht's. Aber wenn ich sie anhabe, dann sieht man schon arg, dass die vorn sehr, sehr breit sind. Vor allen Dingen, weil mein Fuß halt auch in Wirklichkeit dazu neigt, dass vorn die Zehen so aufgehen und dass ich eben vorn sehr, sehr breit bin, wenn es eben geht. Ja, sehr happy, sehr, sehr glücklich, also mit allen von denen. Aber das ist jetzt, das könnt ihr vielleicht noch nachvollziehen. Was mache ich jetzt mit meinen alten Sportschuhen? Die sind schon ganz schön durchgelatscht, muss ich ehrlich zugeben. Die habe ich jetzt noch nicht so ewig. Ich glaube, die habe ich jetzt 1,5 Jahre vielleicht. Habe die allerdings jetzt die letzten 6 Monate jeden Tag angehabt, weil ich habe ja erst vor, im August, glaube ich, habe ich mir erst normale Alltagsturnschuhe gekauft. Das heißt, von Ende Februar bis August hatte ich jeden Tag diese Turnschuhe an. Die schauen auch echt nicht mehr so toll aus. Die gehen theoretisch noch. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Ich denke, ich werde sie wahrscheinlich fürs Backpacking und fürs Reisen benutzen, weil die sehr flach sind, die kann man schön zusammenknautschen. Und die waren damals auch so ein bisschen ein Fehlkauf, weil die eigentlich für was anderes gedacht waren. Aber ich habe es dann durchgezogen, habe sie jetzt trotzdem die ganze Zeit angehabt. Ich werde sie jetzt noch nicht aussortieren, ich denke, ich werde sie noch fertig auftragen, aber ich werde sie nicht beim Sport anziehen. Ich denke, das ist eher was für so irgendwas Richtung Städtetrip, Wandern, solche Sachen. Was habe ich mir noch gekauft? Flipflops. Ich habe nämlich keine Flipflops mehr besessen und das braucht man einfach immer mal wieder für die verschiedensten Situationen, vor allen Dingen, wenn Wasser involviert ist und solche Sachen. Und die fand ich irgendwie ganz süß. Die haben hier noch so ein extra Band zum Securen. Und ja, Flipflops in meinem Leben. So, und jetzt kommen wir zu 2 Paar Schuhen, die ich einfach nur aus Spaß an der Freude gekauft habe, beziehungsweise um mich schöner zu fühlen, besser meine Haut, um mehr Spaß zu haben. Und das sind die ersten. Das sind Sommersandalen, die ein bisschen schicker sind. Ich hatte nämlich keinerlei schicke Sommersandalen. Ich hatte halt, oder ich habe immer noch Birkenstocks, aber die sind ja doch eher immer so ein bisschen casual. Und wenn man dann ein schickes Kleid hat mit Birkenstocks, ist immer so ein gewisser Look. Und mit denen hier ist man halt immer noch fancy. Die machen mich auch ein bisschen größer, aber den Absatz spürt man tatsächlich fast gar nicht, weil diese Steigung super minimal ist. Das heißt, es sind auch Schuhe, die ich im Alltag tragen kann, ohne dass mir die Füße wehtun. So, und das letzte Paar, wer hätte es gedacht? Ich habe sehr lange gesucht, bis ich etwas gefunden habe, was schick ist, gut sitzt und gleichzeitig bequem ist. Und das ist mein hoffentlich mich glücklich machendes einziges Paar High Heels Stöckelschuhe. Hohe Schuhe, die ich hier in Chile brauchen werde. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dass sie wirklich sich dann auch als diese Traumschuhe rauskristallisieren, für die ich sie bisher halte. Erstmal Blockabsatz, um das Ganze bequem zu machen, nicht zu hoch, und dann so Strippy Sandals, und die funktionieren so, dass das Bein hier quasi in der Mitte durchgeht und dann wird das Bein quasi vorne und, oder das Fußgelenk wird vorne und hinten umschlossen. Das heißt, man hat Trittsicherheit, man kann es mit dem Band so arg festbinden, wie man will, um quasi die Sicherheit zu haben. Dadurch, dass man hier vorne 3 Bänder hat, ist es auch relativ bequem. Und die sind vorn gerade, das ist jetzt gerade so eine Modeerscheinung. Ich mag eigentlich so runde vorn lieber, aber da habe ich nichts gefunden, was meinen Ansprüchen entsprochen hat. Seit wir in Chile sind, wenn wir essen gehen, hatte ich halt überhaupt keine schicken Schuhe mehr. Das Schickste, was ich hatte, waren diese chunky Buffalo Boots, und die sind auch nicht wirklich der Definition nach schick. Und ich freue mich drauf, mich einfach wieder ein bisschen schöner zu fühlen. Also wie gesagt, das ist definitiv alles andere als minimalistisch, aber ich fühle mich jetzt sehr gut ausgerüstet. Warum so viele auf einmal, warum nicht Stück für Stück? Zufall hat sich so ergeben, war nicht geplant. Dann sprechen wir noch ganz kurz über meine Second-Hand-Laden-Erfahrung. Ich habe ja ein Video darüber gemacht, wie ich meinen Kleiderschrank in Zukunft entwickeln möchte, und habe angekündigt, in den Second-Hand-Laden zu gehen. Und ich war dort und es war leider von vorn bis hinten eine super schlechte Erfahrung. Ich war gezielt auf der Suche nach Sommerhosen und habe 2 Hosen gefunden. Nur 2, also der Laden war wirklich groß. Insgesamt gab es fast nichts in meiner Größe. Und die 2 Hosen, die ich gefunden habe, die waren so, ja, da war ich mir nicht so ganz sicher. Und dann konnte ich sie nicht anprobieren wegen Covid. Und die Verkäuferin hat zu mir dann gesagt, naja, du kannst ja dann umtauschen.
Also dachte ich so, okay, nehme ich sie mit. Habe dann auch festgestellt, dass die alles andere als günstig waren. Eine Hose hat 15 Euro gekostet oder eigentlich sogar mehr, 16,50 glaube ich. Was für eine gebrauchte Stoffhose, die ursprünglich von H&M war, echt nicht günstig ist, weil dafür kriege ich auch eine neue Stoffhose im Laden. Naja, aber ums des Secondhands Willen habe ich diese beiden Hosen dann mitgenommen. Zu Hause anprobiert und festgestellt, dass beide kaputt waren. Bin wieder zurück, wollte sie zurückgeben und dann wurde mir gesagt, dass es nicht geht. Ich kann es höchstens umtauschen gegen andere Sachen. Wohlgemerkt immer noch unter der Voraussetzung, dass man dort nichts anprobieren kann und man hat nur eine Woche Zeit, wieder hinzugehen und umzutauschen. Was für mich extrem schlechter Service ist. Außerdem gab es in Chile eine Gesetzesänderung, nach der der Laden eigentlich verpflichtet wäre, mir mein Geld zurückzugeben. Ich bin allerdings nicht die Person, die dann wahnsinnig viel rumdiskutiert und habe am Ende dann gesagt, okay, ich schaue mal, ob ich was finde. Und habe dann den Laden durchstöbert nach anderen Sachen, die einen Gesamtwert haben eben von 30 Euro ungefähr oder von ein bisschen mehr als 30 Euro. Und bei denen ich mir sicher bin, dass sie mir passen und gefallen, ohne sie anzuprobieren. Und bin am Ende dann mit zwei Sachen nach Hause, die ich vielleicht so nicht gekauft hätte. Aber dadurch, dass das Geld weg war, war es mir dann quasi lieber, als das Geld zu verlieren, wenn ihr wisst, wie ich meine. Also das waren quasi zwei, das Geld ist eh weg, neue Sachen in meinem Kleiderschrank. Ja. Das erste ist diese sehr große Tasche, die ich jetzt auch schon auf dem letzten Trip benutzt habe. Die ist wirklich riesig. Die hat hier drei Fächer, einen in der Mitte, eins mit Reißverschluss und dann hier am Rand jeweils noch eins mit so einem Druckknopf und hier vorne so ein Schubfach. Mir wurde schon geschrieben, ob man die als Rucksack benutzen kann, weil die hier diese Bänder hat. Aber nee, das geht leider nicht. Das ist zu eng, da komme ich nicht rein. Also da ist nicht genug Platz, dass man die anziehen könnte. Ansonsten wäre es natürlich super fancy. Aber nee, das ist einfach nur eine große Tasche. Warum habe ich die mitgenommen? Weil da mein Laptop reinpasst und ich keine Handtasche habe, wo mein Laptop reinpasst. Für einen längeren Tag sozusagen, wenn man keinen Rucksack tragen will. Also eine Alternative zu meinem Rucksack. Wie gesagt, ich hätte es nicht wirklich gebraucht, aber das Geld war weg. Das zweite ist Gott sei Dank deutlich sinnvoller. Und zwar ist es so eine Art Softshell-Jacke, wobei es nicht wirklich Softshell ist, sondern einfach halt Polyester. Und es ist einfach nur eine graue Sportjacke, würde ich sagen. Workout-Jacke mit einem Reißverschluss vorne. In meiner Größe, beziehungsweise vielleicht eine halbe Nummer zu groß. Also das ist ein S und wahrscheinlich wäre ein XS besser gewesen. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Jacke. Ich kann sie jetzt gerade nicht drüber ziehen. Aber sie ist einfach eng anliegend. Sie hat keine Aufdrucke, also keine Markengeschichten irgendwie dran. Sie hat zwei Taschen mit Reißverschluss, was gut ist. Und wofür ich diese Jacke eben ganz gut benutzen kann, sind halt Wanderung, Jogging, Sport, Fitnessstudio, lauter solche Sachen. Also die findet auf jeden Fall eine Verwendung. Ich weiß, dass ich die tragen werde. Von dem her, über die bin ich jetzt nicht böse, aber von diesen 30 Euro, die quasi im Laden geblieben sind, waren die hier nur 10 und die andere Tasche 20, also auch ein bisschen unverhältnismäßig. Aber gut, das ist die Secondhand-Geschichte. Ich würde leider Gottes jetzt behaupten, ich bin kuriert. Zumindest von diesem einen Laden. So, das war's jetzt mit Kleidung und Schuhen, beziehungsweise eigentlich nicht ganz. Ich habe ja im letzten Video angekündigt, dass ich, das habe ich ja gerade schon ausgeführt, auf der Suche bin nach ein paar speziellen Teilen, die meinen Kleiderschrank wieder ein bisschen tragbarer machen und habe auch schon was gefunden. Ich werde allerdings ein spezielles Video darüber machen und da werde ich noch ein bisschen warten, bis ich vielleicht alles, also nicht alles gefunden habe, aber vielleicht kommt noch ein bisschen was dazu und dann gleich mit quasi Outfit-Möglichkeiten, mit Kombinationsmöglichkeiten, mit den Sachen, die ich schon habe und so. Das heißt, ich möchte da so ein bisschen mehr in die Fashion-Richtung gehen. Das heißt, dass ich das in diesem Video jetzt hier nicht ausführe, aber wir haben das Badezimmer noch vor uns. Da ist nämlich auch was ein- und ausgezogen. Herzlichst willkommen im Badezimmer. Drei Sachen sind eingezogen und zwei Sachen werden ausziehen. Fangen wir an mit dem ersten Thema und das ist Make-up. Und zwar habe ich bisher in den letzten 6 Monaten, also seit ich eigentlich schon länger, wann habe ich denn mein Augenbrauenpuder aussortiert? Das ist, da habe ich noch in Erlangen gewohnt, also es ist mindestens ein Jahr her. Und seitdem benutze ich diesen Augenbrauenstift hier von Trinit Up und war nie zufrieden damit und habe immer gedacht, ich brauche ihn auf, ich brauche ihn auf, ich brauche ihn auf und dann kaufe ich mir wieder ein Puder, weil es einfach nicht so gut funktioniert für meine Augenbrauen. Und ich bin leider nicht wahnsinnig weit gekommen in diesem Jahr, weil ich ihn einfach echt nicht gern benutze. Und jetzt, letztens war ich in der Stadt unterwegs und bin vorbeigelaufen an einem Laden, der tatsächlich Essenzprodukte verkauft hat.
und habe mir das hier mitgenommen. Das ist ein Augenbrauenpuder von Essence, also von dem Essence, wie es das in Deutschland gibt. Für, ich glaube, 3 Euro haben sie das hier verkauft, also auch super günstig. Die Verpackung ist sehr billo. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland genauso im Regal liegt. Aber ich dachte mir, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Erstens günstig, zweitens kenne ich die Marke. Essence macht meiner Meinung nach, glaube ich, auch keine Tierversuche. Zumindest, glaube ich, wenn sie noch zu Cosnova gehören. Ja, und es ist, waren auch genau meine Farben. Und ich weiß, dass ich diese Produkte, dass die viel, viel besser für mich funktionieren als diese Stifte. Also habe ich es gekauft und werde diesen Stift jetzt endlich aussortieren. Ich bin so froh, dass ich jetzt wieder bei Puder bin. Also heute bin ich komplett ungeschminkt, so sind meine Augenbrauen ungeschminkt. Aber alle Videos aus den letzten 12 Monaten sind mit diesem Stift und wenn ihr in Zukunft meine Videos seht, dann werdet ihr den Unterschied wahrscheinlich sehen, denn ich kann meine Augenbrauen so viel besser machen. Okay, also der darf auf jeden Fall endlich gehen. Ich gucke mal, ob meine Freundin den haben will, die die gleiche Haarfarbe hat wie ich. Ansonsten, ja, wurscht. Dann habe ich etwas aufgebraucht und zwar meinen absoluten Lieblingslippenstift. Nach dem werde ich so oft gefragt. Jedes Mal, wenn ich den drauf habe, steht in den Kommentaren die Frage, welcher Lippenstift das ist. Und zwar ist das von Trinity Up der Ultra Wear Nude Matte Pen in der Nummer 015. Und ich glaube, dass der ausverkauft ist, weil mir jemand geschrieben hat, dass sie den gesucht hat beim DM und dass er nicht mehr im Sortiment ist, was super schade wäre. Den habe ich komplett aufgebraucht. Aller. Total leer, leider. Und ich habe mir einen anderen Lippenstift dafür gekauft. Also eigentlich habe ich eine Alltagsfarbe gesucht, aber bin dann nicht bei der Alltagsfarbe kleben geblieben, sondern ich wollte einen roten Lippenstift, der ein Liquid-Lippenstift ist, damit der halt nicht verschmiert. Und dann habe ich gekauft diesen hier, das ist von Maybelline. Das war der einzige Liquid-Lipstick, den ich jetzt hier auf die Schnelle in dem Laden, in dem ich war, gefunden habe, den ich schon kannte, weil so einen hatte ich schon mal. Puh, da war ich, glaube ich, noch in der Schule und ich weiß, dass die extrem gut halten und die sind wahrscheinlich auch nicht umsonst noch im Sortiment. Und den habe ich mir dann gekauft in Rot und den habe ich auch getragen in dem Video, wo ich die Outfits kombiniert habe. Und da habt ihr alle geschrieben, wie sehr ihr den Lippenstift dann liebt. Den habe ich getragen in Kombination mit diesem weiß-blauen Blazer. Habt ihr alle abgefeiert an mir. Also war auf jeden Fall ein super Kauf, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal drauf gehabt. Und dann, also der Ursprung war eigentlich, dass ich habe noch einen anderen Liquid Lipstick und das ist der hier. Und das ist mehr so ein Orangeton und das hier ist ja mehr so ein knalliges Rot. Und diese beiden sind auch der Auslöser für meinen dritten Neueinzug hier im Bad. Und zwar habe ich den Liquid Lipstick, also beide, nicht mehr abbekommen. Ich habe so ein Abschminkwaschgel, aber das hat den Lippenstift nicht gelöst. Und deswegen habe ich mir ein Micellenwasser gekauft. Von Nivea ist das jetzt. Hatte ich leider auch nicht so viel Auswahl, also im deutschen DM hätte ich da eine andere Marke ausgewählt, aber hier ist leider meine Auswahl begrenzt. Also sind wir am Ende bei Nivea gelandet, wenigstens die sensible Version und mit diesem Micellenwasser geht dann auch der Liquid Lipstick ab. Diese 2 Sachen sind ausgezogen und diese 3 Sachen sind hier eingezogen. Dann zählen wir mal durch, wie viel das unterm Strich ist. Okay, ich habe hier vor mir die Liste. Es sind 25 Sachen eingezogen. Ausgezogen sind, was ich euch in dem Video schon gezeigt hatte, die Vase, die Pflanze, das Tuch, die Schuhe, das Buch, das Spülmittel, 5 Kleidungsstücke, diese Inkontinenzprodukte, das Tischset, das verschimmelte, der Lippenstift und das Augenbrauenpuder, die Fußmatte. Das war's. Das heißt, es sind 16 Sachen ausgezogen. Und das bedeutet, unterm Strich haben wir ein Plus von 9 Gegenständen. Das stresst mich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass 6 Sachen Lappen waren, die einfach sowas von notwendig waren. Es waren definitiv auch Käufe dabei, die nicht überlebensnotwendig waren und die auch nicht minimalistisch waren. Ich bin gerade aber auch nicht zu streng mit mir, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass ich mich gerade sehr verändere und in einen neuen Lebensabschnitt gehe. Das heißt nicht, dass ich keine Minimalistin mehr sein möchte oder nicht mehr daran glaube oder in Zukunft wieder in dieses alte Konsumverhalten fallen will, aber meine Interessen ändern sich gerade so ein bisschen und mit den Interessen ändern sich natürlich auch die Gegenstände im eigenen Leben. Was auf jeden Fall noch anziehen wird, ist ein Spiegel im Flur, dann wie schon angekündigt für diese Pflanze wahrscheinlich noch ein Übertopf und alles andere sehen wir dann im nächsten Monat, wie es läuft. Jetzt trinke ich hier meinen Kaffee. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Mittwoch und wir sehen uns hoffentlich am Sonntag wieder. PS, heute ist mein Geburtstag. Ich werde heute 31. Also nicht jetzt, wo ich das filme, sondern wenn ihr das Video seht am Mittwoch.
Und am Wochenende gibt es dann eine Carrete. Das ist das chilenische Wort für Feier. Okay, ich hoffe, euch geht's allen gut und bis Sonntag. Adios!